Wahrscheinlich haben die Männer in dieser Zeit auch viel müssen rauchen, oder? Weil sie sind ja arbeiten, krampfen. Frauen, die sind ja nur Hausfrauen gewesen, oder? Es hat auch klare Rollenverteilung gegeben. Bei meinen Grosseltern war ein Mann noch ein Mann gewesen, und eine Frau war auch ein Mann gewesen. Also, oh nein, das war in Russland gewesen. Und bei meinen Eltern ist der Papi Geld verdienen und die Mami ist einfach ein bisschen daheim geblieben. Ein bisschen Hausfrau gewesen und so. Und für viele Männer sind zu dieser Zeit eben die Hausfrauen ein bisschen naiv, ein bisschen doof und ein bisschen langweilig gewesen. Darum sind die Männer dann ein bisschen ausgegangen, haben ein bisschen rumgesoffen, ein bisschen rumgebürstet und sind dann ein bisschen mit anderen Frisuren heimgekommen. Das hat meine Mutter natürlich ein bisschen verrückt gemacht und dann hat es ein bisschen Lampen gegeben. Und irgendwann sind die Männer dann ein bisschen älter geworden, ein bisschen müder und haben ein bisschen mehr auf Familie wollen machen. Das ist den Frauen dann ein bisschen zu eng, ein bisschen zu langweilig und ein bisschen zu wenig gewesen. Und darum haben sie sich dann ein bisschen emanzipiert und sich dann später ein bisschen scheiden lassen. Und das haben die Männer dann ein bisschen doof gefunden und die Frauen haben es ein bisschen gefreut. Und irgendwann haben die ein bisschen Frauen ihren Töchtern ein bisschen erzählt, auf was sie bei den Männern ein bisschen aufpassen sollen. Und genau mit so einer ein bisschen Frau von einer so ein bisschen Tochter bin ich jetzt ein bisschen geheiratet. Und das ist ein bisschen schwierig. Weil, wenn ich heute meiner Frau sage, ich wecke dich mit einem Kuss, ich bringe dir zum Morgen ans Bett, ich gräme dir den Rücken nach dem Duschen ein, ich fahre dich ins Büro, ich liste dir jeden Wunsch von den Augen, ich, was sagt sie? Ich höre nur immer ich. Als Mann kommst du doch nicht mehr raus, was richtig und falsch ist. Egal, was ich mache, was ich sage, es ist immer falsch. Wenn ich das Gefühl habe, ich habe die richtige Antwort parat, zack, wechselt meine Frau die Frage. Wenn ich mit meiner Frau ein Problem lösen möchte, zack, habe ich 10 neue. Und wenn ich das Gefühl habe, die Welt ist in Ordnung, zack, läutet sie an. Versteht mich nicht falsch, ich liebe Frauen. Ich liebe Frauen. Gerade letztens bin ich spät heimgekommen, fragt mich meine Frau auch, wo bist du gewesen? Habe ich gesagt, oh Schatz, ich habe einen Unfall gebaut. Das dauert doch nicht eine Stunde. Jetzt muss los, ich bin voll einer hinten rein, voll hinten rein. Das ist ja wieder mal typisch. Bei einer anderen nimmst du eine Stunde Zeit, bei mir bist du nach 2 Minuten fertig. Wissen Sie, was meine Frau mir letztens gesagt hat? Wir hätten viel weniger Streit, wenn du endlich so wärst, wie ich dich haben will. Kennen Sie einen gesunden Schutzengel? Meinen ist mit den Nerven total drin. Total drin. Aber ich gesagt, eine Welt ohne Frauen wäre schön. Ja, ich meine, schön langweilig. Ja.